Nach den Vorfällen in Chemnitz macht Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der sächsischen CDU schwere Vorwürfe. So sei die Regierungspartei schon seit Jahren auf dem rechten Auge blind. Sichtbar sei dies aktuell zum Beispiel an dem Mangel an Polizeikräften bei dem rechten Aufmarsch geworden. Natürlich gibt es mal Fehleinschätzungen, aber in Sachsen ist offensichtlich, dass zumindest Teile der staatlichen Institutionen eher auf Seiten der Rechten stehen als auf Seiten des Rechtsstaats. Es muss jetzt geprüft werden, ob es bereits eine rechte Unterwanderung der Polizei gibt, so die Grünen-Politikerin in der Süddeutschen Zeitung. In dem Interview macht sich Göring-Eckardt auch für ein Ende der Ost-West-Debatte stark. Die Ossis jammern, die Wessis wissen es besser, damit muss Schluss sein. Klischees, die aus Sicht der geborenen Thüringerin auch bei den Grünen verankert seien.